So, da sind wir auch schon wieder. Und Leute, nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht den nächsten Monat eigentlich, nicht so richtig auf die Kommentare, ja gut, antworten werde ich schon können, aber nicht wirklich darauf eingehen innerhalb vom Let's Play. Das kann ich nicht so. Ich muss halt, also ich nehme immer noch im Vorfeld auf, ja. Und deswegen. Erzähl ich mal ganz kurz, was mein Plan ist. Ja, ich möchte eine Mining Drill, ich möchte eine Quarry, ich möchte ein Recycling-System entwickeln. Und das ist so, was ich jetzt machen will in diesen paar Folgen. Und jetzt will ich eigentlich auch nur tiefer runter. Ich glaube, hier war Sackgasse. Ich möchte eigentlich noch viel tiefer runter. Deswegen. Wenn wir da hier so runter gehen, mache ich hier mal ganz kurz den hier. Und dann baue ich mir hier mal ganz kurz eine Working Bench. Knallen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Zack. Ein in die Steinzeit und dann fange ich hier einfach an. So. Die Eisenspitzhacke hebe ich mir auf, bis ich Eisen gefunden habe. Lull. So. Haben wir Eisen. So, aber die heben wir trotzdem noch auf. Oh, jetzt muss ich niesen. Toll. So. Uah. Na komm, die Kohle können wir auch noch mitnehmen. Bums, die tralala. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Das ist ärgerlich. Alter. Leicht erschrocken. Aber hier finde ich den Regensound gar nicht so lästig wie im normalen. Bin gerade, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, welche Minecraft-Version das ist, auf der ich gerade spiele. Ob das das normale, die normale Version ist, keine Ahnung. So. Hier werden wir dann, wenn wir unten sind, uns einen kleinen Raum ausheben. So. Ich möchte nur. Zack. Auf welche. Ach Gott, da müssen wir noch tiefer runter. Oh. Oh. So. Dann. Zack. Ey, das ist so laut. Das ist ja unglaublich. Also ich gehe auf Höhe 13 oder gehen wir Höhe 11? Ich glaube, wir gehen Höhe 11.
So, ich glaube Höhe 11 ist besser. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und plops. 1, 2. So. Na komm. Noch ein bisschen tiefer. Zeitlich. Gegneralter, dieses Gewitter ist ziemlich laut. So. Okay, dann machen wir hier mal ganz kurz hier schon mal eine Fackel hin. Hier müssen wir nämlich ein bisschen. Na komm, geh weg da. So. Gute alte Eisen. Pflasterstein. Und dann machen wir hier weiter. Die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Daytime haben wir gerade. So, und ich werde mich übrigens auch vom Nether erstmal hüten. Auf jeden Fall. Ich habe so die Befürchtung, dass es. Dass mein Absturz bei der anderen Welt was mit Nether zu tun hatte. Weil das war genau nachdem ich quasi in Nether rein raus bin, war alles sonderbar und es hat nichts mehr geladen. Es kann quasi nur an den Nether gelegen haben. Deswegen hüte ich mich da erstmal vor. Lops, lops, lops. Hörst du auf, hörst du auf. Da kannst du von mir aus explodieren. Gold. Was ist das für ein Geräusch? Zinn. Oh. Das ist ja. Ja. Ja, ja, kommt hier. LOL. Okay, was haben wir da? Entscheidung Wasseraffinität. Was bist du? Logic Matrix Programmer. Okay. Eisen, Kupfer, Eimer, Kakaobohne, Schallplatte nehmen wir mit. Die Truhe nehme ich auch mit. Den Spawner lassen wir da erstmal. Muss ich nur gucken, von wo bin ich denn hier? Hier bin ich runter. So, denn ich möchte eigentlich
Ups. Vier. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Okay, dann haben wir hier mal ganz kurz eine Fackel hin. Und dann gucken wir uns trotzdem hier ein bisschen um. So. So, und jetzt mache ich Folgendes. Okay. Diamond. Yeah. Okay, bevor ich hier jetzt weitermache, grabe ich mich trotzdem mal komplett nach unten. So, 1, 2, 3, 4, 3. Denn dann bauen wir da unten unseren Basisraum. Und der wäre wichtig im Laufe dieser Mining-Angelegenheit. So. 12. 11. Jawohl. Dann. Machen wir hier mal ganz kurz einen kleinen Basisraum. Leuchten wir auch ganz kurz aus. LOL! Mistkreatur. So. Jetzt sind meine Workbench natürlich nicht dabei. So. Dann werden wir aus Pflasterstein etwas bauen, das sich Treppen nennt, sowie eine neue oder zwei neue Spitzhacken. Plaps. Und eine Tür. Zwei Türen. So. Denn was mir immer auf die Nerven geht, wenn's hier runter geht, ist die Tatsache, zack, zack, zack. So. Mit den Treppen. Ich brauche eine Treppe. Und ich glaube, auf Treppen spawnen keine Gegner. Hoffe ich zumindest. So.
Und so können wir dann ganz geschwind hoch und runter gehen. Zack, zack, zack. Ah, noch ein Stück. Oben regnet es immer noch. Na komm. Das ist hier schon mein Ausgang, oder? Ich denke schon. Da, das passt schon so. Und holen wir uns hier mal ganz kurz den Apfel rein. Ich bleib trotzdem nach oben hängen. Was genau ich da jetzt getroffen? Na gut. Dann würde ich sagen, die Kohle packen wir hier noch mit rein. Bauen wir in der nächsten Folge hier den Raum. Und dann landen wir. Also Leute, tschüss.